Wenn ihr sehen wollt, was wir für super Top-Varianten haben, dranbleiben, auf geht's! So, was wir für die Aufbauvarianten brauchen, ist natürlich ein Top, 3 auf 3 Meter. Braucht man ein bisschen ein Paracord und ein paar von denen Zeltherring, 5 Stück. Dann hätte ich gesagt, legen wir mal los. Als erstes fangen wir mal an mit der Ridgeline. Wir spannen die vom Baum zu der Öse in der Mitte. Also die Mitte von dem Tab spannen das eine Eck an den Baum. Ja, und das ist eigentlich recht leicht. Die Ecken spannen wir einfach nur ab mit Heringe. In dem Fall dreimal, 1, 2, 3. Und dann können wir vorne auch noch abspannen. In dem Fall diese Ecken kann man jetzt spannen, wie man mag, breiter oder in dem Fall geht es jetzt nicht anders, da müssen wir dann weiter hoch. Und man kann es jetzt zum Beispiel so abspannen und das ist eigentlich eine super Geschichte. Was man noch machen kann, ist in der Mitte abspannen mit einer Schnur, zum Beispiel, dass hinten höher wird. Wir mal machen. Die Ecken haben wir abgespannt. Da habe ich es jetzt auch noch mal gespannt, damit wir innen drin mehr Raum haben. Das Ganze schaut recht gut aus. Man kann natürlich das alles noch ein bisschen abspannen, man hat eine saubere Schlaufe dort. Aber ich würde sagen, schaut recht gut aus. Schaut es euch an. Wir werden es mal von innen filmen. Super Sache. Platz haben wir genügend. Ja, das war jetzt die Taubvariante Nummer 1. Und jetzt kommen wir zu der zweiten. So, als zweite Variante haben wir jetzt einmal ein ganz einfaches A-Frame aufgebaut. Was dazu braucht, wie beim ersten Mal auch, Taub, Paracord, ein paar Heringe. Wir haben es jetzt einmal mit Zeltstangen aufgebaut, dass es beides einmal seht, dass es jetzt halt so auch funktionieren darf, hätte man jetzt halt, könnte man es jetzt nicht zwischen zwei Bäume spannen. Einfach zwei so Zeltstangen genommen. Die ist aber abgespannt. Platzmäßig nicht schlecht, würde ich mal sagen. So, jetzt einmal war jetzt auch durchaus für zwei Mann. Die ist eigentlich so ziemlich die einfachste Variante. So einmal, das sollte eigentlich jeder zusammenbringen. Die Zeltstange, die verlinkt man euch einmal. Probiert es einmal aus. So, wir haben es schon angewandt draußen. Funktioniert einwandfrei. Also. So, meine Freunde, und das ist unser Favorit. Ja! Ist ein bisschen klein, meint man, aber da hat man eigentlich schon Platz drin. Ist ganz einfach wieder abgespannt. In der Mitte, aber diesmal in der zweiten Öse oder zweiten Schlaufe. Weil das ist quasi die Eingangstür. Ja, wir haben es jetzt diesmal hinten bloß einmal in der Mitte abgespannt und die Seiten nur eingeklappt. Und schaut eigentlich nicht mal so schlecht aus. Vorne haben wir es noch abgespannt mit einem Hering, also insgesamt 3 Hering. Vorne links, rechts und hinten einen. Ja, das ist die Tür, die kann man reinklappen, kann man rausklappen. Da hat genau ein Mann drin Platz mit dem Gepäck, Rucksack und sonst irgendwas. Man kann es natürlich da schon noch abspannen, aber man kann natürlich jetzt auch das da noch beschweren, weil es rechter Wind geht, mit, jetzt wollte ich schon sagen, mit Steine, mit Moos oder irgendwas, oder von Holzblocken hin, ja. Ja, Platz hat man schon, Rucksack kann man noch her tun, wirklich, das kann man noch wegspannen, und sollte es jetzt wirklich schnelles Regnen anfangen oder so, kann man da zumachen, und fertig. Man kann das auch innen zubinden, aber braucht es eigentlich nicht. Ja,
das war's. Ja, das waren unsere drei Favoriten Aufbauvarianten. Fahrt's mal raus, probiert es selber aus. Es gibt zig Varianten, da ist mit Sicherheit für jeden das Passende dabei. So her, ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Genau. Ja, wir wünschen euch einen schönen Sonntag, macht es gut. Ciao, Servus, Adieri. Ja, als erstes brauchen wir mal. Als erstes brauchen wir mal einen Top 3 auf 3 Meter. So, meine Freunde. Und das ist unser Favorit. Ja, Drecksau. Ein Unfall. So. Ja, und das ist unser Favorit. Er legt mich doch am Arsch. Das lehnen wir so, oder? Oder nein, nur mal, oder? So, meine Freunde. Und das ist unser Favorit.